In diesem Video möchte ich unsere Datei zum frontalen Stoß etwas bearbeiten und um mehrere Kugeln ergänzen. Und zwar möchte ich das ähnlich machen wie bei der Simulation mit dem Fliegen, dass wir eine Kugel erzeugen, diese dann kopieren und alle Eigenschaften werden übernommen, sodass man sozusagen eine Simulation macht für im Prinzip unendlich viele Kugeln. Und dazu werden wir unseren Skript etwas anpassen müssen. Und zwar momentan ist es so, dass die rote Kugel, wenn wir jetzt in den Logic Editor gehen, benutzt die rote Kugel ein Skript, Skriptrot. Wenn wir uns die blaue Kugel anschauen, in dem Logic Editor, haben wir Skript blau für die blaue Kugel. Ich möchte die Skripte so anpassen, dass die beide Kugeln die gleiche Datei verwenden. Und dazu wechsle ich zu dem Texteditor und verändere die Datei Skriptrot. Ich ändere den Namen in Skript, weil das jetzt nicht mehr auf die Farbe bezogen ist. Und mittlerweile sind wir auch Python-Experten, dann werden wir das schon gut hinbekommen. Also an Essenz müssen wir herausfinden, an welchen Stellen Veränderungen stattfinden müssen. Und auf jeden Fall wäre hier die Zeile 14 eine solche Zeile, weil hier haben wir einen Gegner und der Gegner ist die blaue Kugel. Das ist jetzt zu spezifisch, das müssen wir ändern. Und was ich jetzt mache, ist, ich ersetze den Gegner durch eine Gegnerliste und dort speichere ich jetzt nicht nur die blaue Kugel, sondern alle Objekte aus dieser Szene. So, wir haben jetzt gerade gesehen, um auf die blaue Kugel zuzugreifen, müssten wir Kugel blau in Anführungsstrichen schreiben. Das bedeutet, diese Scene Objects ist ein Dictionary und die Idee wird sein, wir durchlaufen alle Objekte aus dem Dictionary in einer Vorschleife und dann führen wir diese Abfrage durch. Zuerst gucken wir uns den Abstand zu dem Gegner und wenn dieser kleiner ist als 2 bzw. die 2 mal Radien, werden wir die Eigenschaften von own, also unserer Kugeln, verändern. So, dazu markiere ich diese Zeile und mit der Tabulator-Taste rücke ich das Ganze ein. So. Und jetzt haben wir durch die Einrückung habe ich jetzt einen Text, der innerhalb einer Schleife ausgeführt werden kann. So, und ich möchte Elemente in der Gegnerliste durchlaufen und dem Element gebe ich den Namen Gegner, damit ich diese Zeile nicht mehr einpassen muss. Also for Gegner in Gegnerliste. Doppelpunkt. Jetzt wird Folgendes passieren. Es werden alle Elemente aus der Szene geladen und davon werden wir den Abstand bestimmen und gucken, ob wir kollidieren. Jetzt haben wir aber ein Problem, denn wenn wir gerade die rote Kugel als own, wo ist hier own, da, wenn wir die rote Kugel als own gewählt haben, wird auch in der Liste die rote Kugel auftauchen und wir werden den Abstand von der roten Kugel zu sich selbst messen. Das wäre ja schlecht, weil der Abstand zu sich selbst ist immer 0. Das würde bedeuten, dass wir ständig versuchen, unsere Richtung zu ändern. Deshalb fügen wir noch eine if-Abfrage hinzu. If. Und dann wollen wir, dass wir uns alle Gegner anschauen, die aber nicht wir selbst sind. Also, wir wollen nicht, dass own gleich Gegner ist.
Und das machen wir mit einem Ausrufezeichen ist gleich. Also wenn own, also der Besitzer des von dem Controller, in dem unser Skript ausgeführt wird, wenn der ungleich ist dem Gegner, den wir gerade betrachten, messen wir den Abstand und so weiter. Nach einer If-Abfrage kommt ein Doppelpunkt. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal eindrücken. Und jetzt werden brav die Abstände gemessen. Wenn der Abstand kleiner ist als 2, machen wir das, was wir sonst immer gemacht haben. Eigentlich wären wir jetzt damit fertig. Ich möchte aber noch eine Sache einpassen. Wir wollen irgendwann die Simulation nicht nur in eine Dimension machen, sondern in drei Dimensionen. Dann kann es sein, dass uns zum Beispiel eine Kamera oder die Lampe begegnet. Das sind ja auch Elemente, die in der Gegnerliste stehen. Die würde ich gerne ausschließen. Deshalb schauen wir uns sozusagen, was haben jetzt die Kugeln, was aber Kamera und die Lampe nicht haben. Und momentan ist es so, dass die Kugel blau und die Kugel rot eine Eigenschaft namens V haben. Also gucke ich jetzt bei der Gegnerliste nach Elementen, die die Eigenschaft V haben. Und das machen wir so. Also wenn own ungleich Gegner ist und, also end, unser Gegner soll die Eigenschaft V haben. Und das heißt, dass V sich in den Eigenschaften von Gegner befinden muss. Und das bekommen wir, indem wir beim Gegner uns die Namen den Eigenschaften ausgeben lassen. Also get property names. So mit Gegner. Get property names. Mit dieser Methode werden alle Eigenschaften von dem Gegner aufgerufen. Und wenn V einer dieser Eigenschaften ist, sagt uns wird hier ein wahr, ein true zurückgeliefert. Und wenn noch der Gegner nicht wir selbst sind, wird das Ganze hier durchgeführt. So, jetzt gehen wir zu dem Logic Editor. Die blaue Kugel soll nicht mehr Skript blau verwenden, sondern einfach nur Skript. Und das gleiche für die rote Kugel. So, die rote Kugel Logic Controller, da ist schon bereits Skript ausgewählt, weil wir ja Skript Rot verändert haben. Mal gucken, ob es so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Start Engine. So, die Kugeln kollidieren, wie sie kollidieren wollen, wie sie kollidieren sollen. So, als nächstes möchte ich eine weitere Kugel hinzufügen. Das machen wir ähnlich wie als wir die Simulation mit den Fliegen gemacht haben. Ich markiere die rote Kugel, Leertaste, Duplicate Object. Und die nächste Kugel ist da. So, damit wir sie besser unterscheiden können von der roten Kugel, nenne ich sie Kugel gelb. Und damit der Name zu der Farbe passt, ändern wir auch die Farbe. Und zwar also die Farbe entferne ich und füge eine neue Farbe hinzu. Diese möge gelb sein. So, schauen wir von da aus. Starten die Simulation. Und nun haben wir drei Kugeln, die miteinander kollidiert haben. Starte das nochmal, vielleicht war es ein bisschen zu schnell.
Wenn wir mehrere Kugeln untersuchen wollen, sollten wir uns vielleicht überlegen, sowas wie Wände zu definieren, damit eine Kugel, die zum Beispiel da sich befindet, an einer unsichtbaren Wand reflektiert wird und wieder in die Richtung bewegt wird und das gleiche auf der anderen Seite. Dazu müssen wir nun unseren Skript anpassen. Und das Schöne ist, sowohl die rote, gelbe und blaue Kugel benutzen alle den gleichen Skript. Also müssen wir nur eine Textdatei verändern, was sehr praktisch ist. So, nun kümmern wir uns um die Wände. Und dann müssen wir uns überlegen, wo sollen die Wände sein? Die müssen ja entlang der X-Achse sich befinden. Und dann gucken wir, welche Position hat gerade unser Objekt Own. Und wenn diese Position zum Beispiel kleiner ist als minus 20 bzw. größer als 20, dann ändern wir die Richtung der Geschwindigkeit. Also if own. Und jetzt gucken wir uns die Eigenschaft an, in der die Position gespeichert wird, und zwar die globale Position. Das funktioniert mit World Position. So, das ist jetzt eine Eigenschaft. Diese Eigenschaft ist ein Array, weil um eine Position in einer dreidimensionalen Welt anzugeben, braucht man drei Koordinate, eine X-Koordinate, eine Y-Koordinate oder eine Z-Koordinate. Und die X-Koordinate wird mit dem Index 0 gespeichert. Also if own World Position 0, das ist die X-Koordinate in globalen Koordinaten des Elementes own, wenn diese größer ist als 20. Oder, also or, das gleiche nur jetzt im Negativen, also own.world position mit dem Index 0, das ist wieder die x-Koordinate, wenn diese kleiner ist als minus 20, soll etwas passieren, und zwar soll die Geschwindigkeit geändert werden. Also own v soll die Geschwindigkeit own, also die Eigenschaft v mit einem negativen Vorzeichen sein oder mit einem umgekehrten Vorzeichen sein, und das kriegen wir hin, indem wir die jetzige Geschwindigkeit mit einer minus 1 multiplizieren. Ja, wenn, sagen wir, die jetzige Geschwindigkeit ist minus 3. Mit dieser Geschwindigkeit sind wir so weit gelaufen, dass wir eine x-Koordinate erreicht haben, die kleiner ist als minus 20, zum Beispiel minus 21. Dann multiplizieren wir diese negative Geschwindigkeit mit einer minus 1, daraus wird eine positive Geschwindigkeit und wir bewegen uns in eine positive Richtung. Andersherum, wenn wir jetzt eine positive Geschwindigkeit haben, dann laufen wir entlang der x-Achse nach rechts. Irgendwann erreichen wir einen Wert, der größer ist als 20, und dann multiplizieren wir die positive Geschwindigkeit mit einer negativen Zahl, also mit minus 1. Aus der positiven Geschwindigkeit wird eine negative Geschwindigkeit und das Ganze wird umgekehrt. So, 3D-View, Simulation starten. So, und jetzt ist etwas passiert, was eigentlich nicht passieren soll. Und bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, woran der Fehler liegt. Ich habe das folgend gelöst. Also, was offensichtlich passiert ist, eine Kugel wechselt ständig ihre Geschwindigkeit und das sieht aus, als ob sie die ganze Zeit wackeln würde. Ich zeige das nochmal.
So zum Beispiel jetzt die blaue Kugel, die ändert ständig ihre Geschwindigkeit. Jetzt passiert das auch mit der roten Kugel. Lustigerweise können die Kugeln jetzt sozusagen als Wände für die gelbe Kugel fundieren. Das soll aber nicht so sein. Das Problem habe ich folgend gelöst. Ich gehe in den Texteditor und die Geschwindigkeit soll dann verändert werden, wenn wir entweder weiter als 20 sind und die Geschwindigkeit positiv ist. Und das schreibe ich jetzt in Klammern. Also wenn die Position in die X-Richtung größer ist als 20 und own v, wenn das positiv ist, und positiv bedeutet größer als 0, also wenn die Position größer ist als 20 und die Geschwindigkeit positiv ist, oder wenn die Position kleiner ist als 20 und die Geschwindigkeit negativ ist, also own v. Musste negativ sein, also kleiner ist als 0. Nur dann soll die Geschwindigkeit verändert werden. So, mal schauen, ob es klappt. So, jetzt haben wir unsere unsichtbaren Wände, an denen die Kugeln kollidieren. So, da es ja so viel Spaß macht, können wir noch die blaue Kugel kopieren. Ich dupliziere sie mal. So, und wie nennen wir die? Vielleicht die Kugel weiß. Und auch bei dieser Kugel ändere ich die Farbe. Wichtig ist, also wenn ich jetzt die zweite blaue Kugel, die jetzt die Kugel weiß heißt, hat das Material namens Material 002. Wenn ich jetzt die Farbe ändere, zum Beispiel in weiß, ändert sich die Farbe beider Kugel. Das möchte ich nicht. Ich musste ja das Material dieser Kugel unabhängig von dieser Kugel machen. Und deshalb machen wir die Farbe jetzt wieder blau. Muss ich für die ausgewählte Kugel das Material löschen und ein neues Material hinzufügen. Das möge eine weiße Kugel sein. Und jetzt starten wir diese Simulation und haben vier Kugeln, die sich bewegen. So, lass uns noch ein paar Spielereien machen. Also zum Beispiel bei dieser Kugel würde ich gerne die Geschwindigkeit ändern. Also Logic Editor. Und die Geschwindigkeit wurde in V gespeichert. Lass uns diese Kugel etwas schneller werden. Und zum Beispiel nehmen wir noch die gelbe Kugel. Die machen wir etwas langsamer. Dann haben wir vier Kugeln mit vier verschiedenen Geschwindigkeiten. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. So, das sieht schon nicht schlecht aus. Was ich noch gerne machen würde, ich würde es gerne etwas physikalisch korrekter machen. Also ich werde jetzt keine Reibung einbauen. Ich möchte nur, dass die Kugeln etwas an ihrer Geschwindigkeit verlieren, wenn sie zusammenstoßen. Also sagen wir, die stoßen zusammen und die kinetische Energie wird so ein bisschen in Wärme umgewandelt. Und sagen wir, 5% der Geschwindigkeit wird in Wärme umgewandelt, wenn die Kugeln miteinander stoßen. Das könnte dann so aussehen. Wir gehen in den Texteditor, suchen die Zeile, wo die Kugel eine neue Geschwindigkeit bekommt aufgrund einer Kollision. Das ist ja hier der Fall.
wenn der Abstand der Zentren der Kugel kleiner ist als 2. Und die neue Geschwindigkeit soll etwas kleiner sein. Die soll 95% von der ursprünglichen Geschwindigkeit betragen. Deshalb multipliziere ich diese Geschwindigkeit mit 0,95. Dann wird die Geschwindigkeit v nicht mit Geschwindigkeit des Gegners überschrieben, sondern mit 95% dieser Geschwindigkeit. So, mal gucken, welche Auswirkung das Ganze hat. Ja, irgendwann kommen die Kugeln zum Stehen. Und was Simulationen können und was die echte Welt nicht kann, wir könnten uns zum Beispiel überlegen, was passiert. Was würde passieren, wenn beim Zusammenprall zweier Kugeln nicht Energie in Wärme umgewandelt wird, sondern dass die Kugeln aufgrund des Stoßes Energie dazugewinnen. Sagen wir, die Kugeln werden dadurch kälter. Ja, dann hat eine Kugel nicht 95% ihrer der gegnerischen Geschwindigkeit, sondern 105%, also 1,05. Solche Welt könnte man sich ja vorstellen. Und wir haben die Möglichkeit, uns anzuschauen, wie es aussehen würde. Also nach jedem Stoß werden die Kugeln schneller. Und irgendwann wird auch ein Punkt erreicht, wo wir das gar nicht mehr auflösen können. Also ich kann jetzt gar nichts mehr erkennen. Und wie es jetzt bei der Aufnahme aussieht, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, ich stoppe mal diese Simulation. Und beende das Video.